Die Zeit wird knapp. Das BAföG, das ist der neue Bescheid. 9,06 € im Monat zum Leben. Wie? Ja. 9,06 € im Monat zum Leben. Das ist jetzt 352 Euro. Das ist ja auch eine Stellenanzeige. Weil die denkt, weil kriegst du von der Hartz IV zu? 313,92 und Gaza. Das ist das Einkommen. Ja. Das sind die Ausgaben. Ach so, das ist das, was der, ja, was er insgesamt hat. Einkommen 465 plus Jobcenter 318,92 Euro. Dafür ist die Belegung. Aber wenn er davon die Schule will, dann kommt er auf 700 Euro. Ach, dann kann er zusammenrechnen. Jetzt ziehst du davon die Mieter ab. Dann ist das Gas 64 Euro. Strom, Schule 125 Euro. Monatskarte, Krankenversicherung 53 Euro. Krankenkarte. Muss er die EZ-Befreiung kann er sich nicht besorgen. Weiß ich nicht, aber die kriegt vielleicht mit BAföG. Muss er probieren. Kriegt ja trotzdem, weil, ja. Dass ich jetzt ja noch weiterhin BAföG, das ist ja auch 60 Euro im Monat. Ist die Wohnung weg? Das sind dann pro Tag, hat er zum Essen 2 Euro. Meine Wohnung ist auch zu klein. Kriegst du dann noch mal einen Kaffee für? Also doch, damit liebt es eigentlich zu tun, dass er jetzt auf immer. Aber er hat ja noch seine Lehre nicht angeschlossen. Das ist was er vorher gekriegt hat. Noch nicht abgeschlossen, da wird es bei dem gefordert, erhöht wurde. Er ist ja noch in der Ausbildung. Verstehst du? Deswegen verstehe ich das nicht. Okay, da sind 3392 ja drin. Ja, das vermute ich. Nee, irgendwo anders. Da muss ich die Gesetze bei dem, wir kriegen ja einfach mal nach. Wie ist das? Oder? Wir sehen 3392. Das ist der neue Bescheid. Ja, gestern war ja keiner da. Elektronisch.